Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat Kritik an den eigenen Fans geübt. Der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten monierte die Atmosphäre beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg, als die Zuschauer im Weserstadion trotz einer 1:0-Führung ihre Unzufriedenheit äußerten: "Mich hat die Reaktion während des Spiels gestört, in der entscheidenden Phase fehlte die Unterstützung", sagte Baumann. "So etwas hilft uns nicht, es verunsichert die jungen Spieler." Den Nürnbergern gelang in der Nachspielzeit der 1:1-Ausgleich. Vor dem Duell am Samstag beim FC Augsburg plädierte der 42-Jährige an die Fans: "Ich hoffe, sie schätzen die Situation realistisch ein und unterstützten uns gerade in schwierigen Phasen des Spiels." Die mit internationalen Ambitionen in die Saison gestarteten Hanseaten stehen mit einem Sieg und 2 Unentschieden auf Platz 8 der Tabelle. Baumann wehrte sich gegen die negative Stimmung nach dem durchwachsenen Auftritt gegen Nürnberg: "Wir müssen das realistisch einschätzen. Punkt. Wir sind mit den Ergebnissen nicht zufrieden, aber es ist absolut kein Fehlstart."